Bitte nicht. Dann kriegst du Christian jetzt endlich ins Bett? Als ob's nur darum geht, poppen. Und was denn sonst? Christian behandelt mich endlich nicht mehr, als hätte ich die Pest. Wir haben uns gestern sogar kurz umarmt. Wow, wie versaut. Ich bin einfach froh, dass wir uns wieder gut verstehen. Jetzt, wenn du hier nur chatten willst, dann kann ich auch wieder gehen. Das macht mir einfach Spaß. Zumindest mit dem netten Typ hier, der versteht wenigstens, was ich fühle. Ich krieg schon Schweißausbrüche, wenn wir beide im gleichen Raum sind. Warum habe ich ihm das alles geschrieben? Wenn ich so weitermache, merkt er von selbst, wie sehr er mich verwirrt. Eigentlich ein Wunder, dass er immer noch nicht rafft. Was bei mir gefühlsmäßig abgeht. Ist doch total süß, findest du nicht? Total süß. Du kapierst einfach nicht, worum es hier geht. Ich hätte von meinem Outing gern jemanden gehabt, zu dem ich so offen hätte sein können. Oder hier, hör mal. Ich habe mich zusammengerissen, wie du mir geraten hattest. Und zuerst war auch alles ganz locker, aber dann hätte ich, Idiot, mich mal wieder beinahe verraten. Der geht noch total verkrampft an die ganze Sache ran. Naja. Auf jeden Fall habe ich gefunden, dass es an der Zeit ist, dass er erfährt, wer ich bin. Jedenfalls habe ich ihm vorgeschlagen, endlich mal in die Pötte zu kommen, aber ich glaube, der hat noch viel zu viel Schiss. Mein Obersensibelchen. Dein Geschmack würde ich gerne mal verstehen. Hey Christian, erzähl doch mal aus deinem Erfahrungsschatz. Sind Ollis Tipps wirklich immer in allen Lebenslagen die tollsten? Na, nicht in allen. Christian war ja auch erstmal sauer, als ich ihn an der Sporthochschule angemeldet habe. Aber inzwischen freust du dich doch selbst, oder? Ach so. Und als Dank darfst du mich jetzt von vorne bis hinten verarschen, oder was? Was geht denn jetzt ab? Du bist echt das allerletzte, Olli. Hey, jetzt wart mal! Kapierst du, was der jetzt hat? Ziemliches Problem mit dir? Auf jeden Fall wünsche ich dir von Herzen alles Glück dieser Welt. Und dass du dir klar darüber wirst, was du empfindest. Ich bin mir sicher, dann kannst du auch dazu stehen. Was ich empfinde? Ich scheiß drauf! Das war's. Ende der Story. Tomatensaft ist gut gegen frühzeitige Hautalterung. Bei dem Mitbewohner echt nötig. Warum gibst du dir den Christian überhaupt noch? Weil wir uns in letzter Zeit total gut verstanden haben und jetzt plötzlich... Ich kapier das nicht und ich hab langsam echt keinen Bock mehr auf seine Zickereien. Schmeiß ihn raus. Sie könnte ja erstmal das Zimmer übernehmen. Ich meine, damit ihr keinen Mietausfall habt. Nee, nee. Erst will ich wissen, warum ich ihn angeblich schon wieder verarsche. Christian ist mir eine Erklärung schuldig. Ist Monsieur jetzt in der Lage, wieder normal zu reden? Raus. Erst wenn du mir sagst, was du schon wieder hast. Du machst dir einen Höllenspaß daraus, mich zu verarschen und fragst mich, was ich wieder habe? Hat es irgendwas mit der Sporthochschule zu tun? Ist es jetzt doch ein Problem für dich, dass ich dich da angemeldet habe? Sporthochschule? Ich habe genau gehört, wie du dich mit Olivia unterhalten hast. Wie er wohl reagiert, wenn er mein Foto sieht. Weißt du wie? So! Was denn für ein Foto? Ich weiß echt nicht, was hier schon wieder los ist. Aber ich weiß, welcher Chatname besser zu dir passen würde, Halunke! Arschloch zum Beispiel! Warte mal! Bist du Gast 84? Den gibt's nicht mehr. Dann ging's beim Chat um uns beide.
Jetzt warte mal, ich hab das wirklich nicht... verschwinde endlich! Nein! Zu blechern aufs Maul, oder was? Ich hatte keine Ahnung, dass du Gast 84 bist. Du warst an meinem Laptop. Du bist doch bescheuert. Du bist völlig krank. Pass mal auf, ich kann gut verstehen, dass du ein Riesenproblem damit hast, dass du deine Outing-Probleme ausgerechnet mir erzählt hast. Ich habe keine Outing-Probleme. Du pumpst hier doch nur so rum, weil es für dich ein Riesenproblem ist, dass du auf Männer stehst. Ich bin nicht schwul, kapiert? Wie würdest du es denn dann nennen? Seit Wochen beschäftigt dich nur eine Frage. Warum kriege ich diesen Kuss nicht aus dem Kopf? Soll ich uns was zu trinken holen? Nein, danke. Du bist 84, ich find's schön mit dir. Willst du lieber allein sein? War dein heimlicher Chatpartner. Hm. Und jetzt bist du sein Bettpartner. Geht's vielleicht noch lauter? Oder steht Gast 84 vielleicht dafür, dass er schon mit 84 Männern hat? Das ist so ein Quatsch, ey. Das war sein erstes Mal und das bleibt wirklich unter uns. Jetzt richte ich doch ab, ich bin doch selber drauf gekommen. War doch schließlich klar, dass mit dem irgendwas nicht stimmt. Warum? Warum? Der Typ hat mich bestimmt 1000 Mal gesehen, ja? Und hat mich nie angegraben. Ach so, ja. Ja klar, da muss er schwul sein. Genau. Na egal. Wie war's? Erzähl. Das bin ich dir bestimmt nicht auf die Nase. Oh, jetzt komm schon. Der Gentleman genießt und schweigt. Allerdings weiß ich nicht, ob Christians Schweigen auch zu bedeuten hat, dass er es genossen hat. Hallo? Dass er total heiß auf dich war, das weißt du doch noch aus dem Chat, oder? Und geübt bist du auch. Halunke. Sieh schon. Hat's ihm gefallen? Ich weiß es nicht. Danach hatte ich irgendwie das Gefühl, dass er es bereut. Danach will doch keiner wissen. Ich meine währenddessen. Jetzt zieh dich nicht so, Mann. Sowas merkt man doch irgendwie. Ja, ich glaub währenddessen nicht. Ja, siehst du. Gestern hast du noch gedacht, es wird nie was. Und jetzt ist das schon dein kleines Chrissy-Baby. Vielleicht ist es ihm gerade noch ein bisschen peinlich, aber da kommt er bestimmt auch drüber weg. Kann sein. Ja, ich war nach meinem ersten Mal mit einem Typen ja auch ziemlich neben der Kappe.
Hey. Hey. Du willst wissen, wie es mir geht, hä? Und? Gut. Richtig gut. Dich nochmal zu küssen, das war ein guter Tipp. Danke, Alunke. Ich dachte schon, du bekommst keine... Weil ich das Thema jetzt abhaken kann. Ich sehe es als Experiment. Mit dem Ergebnis, dass ich definitiv nicht auf Männer stehe. Sie ist doch positiv. Ich habe kein Gefühlschaos mehr und wir können uns wieder über ganz normalen WG-Scheiß streiten.